Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und die Kinder haben trotz Schneetag den Weg zur Schule gefunden, was ich sehr toll finde, ne? Weil es wird ja auch langsam Zeit, dass die mal mit den Noten dann auch wieder in die Pötte kommen. So, du stehst jetzt mal auf, du kannst dann dich in dein Bett hocken und schlafen. Und dann ist das doch viel besser für deine Energie. So, dann lass mich mal erst nochmal abchecken, wie das mit den Noten ja soweit aussieht. Guck mal, also du kriegst auf jeden Fall deine sehr gut. Und wie ich sehe, setzt ihr euch alle zu eurer großen also eurer Schwester und macht Hausaufgaben. Blam, blam, vorsingen. Nee, 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 nee. Du machst auch deine Hausaufgaben. Du machst auch Hausaufgaben? So, Schätzelein. Hast du nur gut 45%? Wie sehen denn deine Bedürfnisse aus? Dann gehst du erstmal duschen. Was ist denn hier jetzt los? Gar nichts, okay. Und dann kannst du vielleicht ein bisschen am Computer spielen. Um ein bisschen runterzukommen. Und dann müssen wir weiter an deinen Schulnoten arbeiten, also Hausaufgaben und so. Also ich habe nichts dagegen, wenn halt die Kinder, sie ist halt angespannt und dann kann man sich ja auch dementsprechend nicht konzentrieren. Kann ich dir denn irgendwas geben, damit du da ein bisschen Dings hast? Geschmacksänderungen brauchen wir eigentlich nicht. Kostenlose Unterhaltung auch nicht. Ich hätte halt gerne irgendwas, was okay, das hilft uns ja wirklich viel. Fähigkeiten, Putzdrache, nö, das muss jetzt nicht sein. Einfluss, bla, bla, bla. Arbeit und Schule. Es wäre doch cool, sich bei der Arbeit... Ja, aber das ist ja dann auch so eine Art Schummeln, weißt? Die muss nichts tun, um dann gut zu sein oder so. Ich weiß nicht, das muss nicht sein. So, alle machen jetzt soweit Hausaufgaben, nehme ich mal an. Und dann kriegt ihr das am nächsten Tag doch hin. Auf die 1. Vielleicht du eine 2. Aber es könnte sein, dass wir Glück haben, dass du doch auf einmal dann deine Sachen gut hinbekommst. Die Ronna liegt halt schon im Bett. Aber ich denke mal, sie kann auch gegrillte Krabben essen. Die liebe Niki. So, ich denke mal, dein Spaß ist soweit. Dings, angespannt bist du ja auch nicht mehr. Das heißt, Abendessen und dann an deinen Hausaufgaben weiterarbeiten. Und dann, ich denke mal, Lesen macht doch auch Spaß, oder? Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie nicht Spaß machen sollte. So, dann Hausaufgaben machen. So, dann gucke ich mir mal an, wie weit ihr so alle gekommen seid. Hausaufgaben 100%. Hausaufgaben 100%. Und Hausaufgaben 100%. Mann, ihr seid richtig toll. Also, muss ich wirklich sagen. Also, könnt ihr stolz auf euch sein. So, du kannst ja noch mal kurz hier die Sachen wegräumen. Ich weiß, dass du Hunger hast. Ach, wir haben jetzt gar keinen Krabben-Dings mehr. Ei. Das heißt, du musst noch mal aufstehen und vielleicht mal ein Abendessen. Wie wär's mit vegetarischer gegrillter Lachs? Weil wir müssen tatsächlich gucken, dass die auch ein Abendessen haben.
Immer diese Kuchenstücker, ne? Ich meine, ist halt auch toll, ja. Kann man essen. Was ist los? Warum habt ihr jetzt ein Minus gehabt? Anhören. Und was hast du dir jetzt anzuhören? Über die Kälte reden. Ach so, ich dachte schon, ihr hättet da irgendwie Probleme untereinander. So, ich weiß, dass das wieder also keinen Spaß macht. So, Hausaufgaben hast du erledigt. Dann kannst du jetzt mal lesen gehen. Und ich werde jetzt erstmal die Sachen hier essen, den vegetarischen. Dürfte ich, oder nimmt sich gerade jemand noch irgendwas davon? Ach du! Ja, stimmt ja, du hast ja auch Hunger, ja. Und du hättest eigentlich auch mal Hunger. Das heißt, du kannst ja davon auch was nehmen. Wir wollen ja nicht, dass ihr alle irgendwie verhungert, ne? Dann müsste ich das auch mal sauber machen. So, und dann. So, wie sieht's denn aus? Vielleicht solltet ihr dann so nach und nach vielleicht tatsächlich ins Bett gehen. Du bist noch am Lesen, dir ma Warum ist der Fernseher? Hä? Ach so, das ist das hinter. Ich dachte, warum ist der jetzt verkehrt herum? So, du bist Ilka. Und wo hat Ilka ihr Bettchen? Ich glaube, hier, das hier in der Mitte. Hast ja auch Hunger. Hat das dir irgendwie nicht geschmeckt? Dann musst du dann auch noch mal was essen. Und du bist Isa. Ich glaube, Isa hatte hier ihr Bett. Mila war, glaube ich, hier. Nola war da. Und die Niki, die hat hier außen ihr Bett. Aber die muss halt noch ein bisschen lesen, ne? Oder sollte zumindest ein bisschen lesen. Und du musst dich hier jetzt nicht irgendwie rum irgendwie hinsetzen, sondern machst jetzt erstmal das Geschirr, dass das irgendwie alles wegkommt, bevor das noch stinkt. Das packen wir in den Kühlschrank. Und dann kannst du noch mal eine Runde schlafen gehen. Aber ich denke mal, dann ist alles erstmal soweit erledigt. Ich hoffe, du kannst dein Buch zu Ende lesen. In 2 Tagen haben wir Schneeflockentag. Iss viele Speisen, veranstalte eine Party oder wähle einen Ort, an dem du diesen fröhlichen Feiertag mit Freunden und Familie begehen willst. Ja, das werden wir doch hier tun, oder? Wenn das sowieso gut läuft, dann sind wir eh alleine. Nee, Mann. Wir haben ja das. Die werden ja erstmal alle Teenager. So, perfekt. Ja, ist ja gut. So, dann darfst du auf die Toilette gehen und danach ein paar Runden schlafen. Alle Lichter gerne, automatische Lichter. Hätte ich gerne gehabt. Weiß nicht, warum die trotzdem alle leuchten. So, ich denke mal, alle sind soweit vorbereitet. Mila Collins beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Ja, schlaft euch doch mal erstmal alle aus. Und dann sehen wir weiter. Weil ihr müsst jetzt nicht schon aufstehen. Also könnt ruhig noch ein bisschen schlafen. Rhonda hat vom Hersteller das Produkt Whirlpool, die majestätische Grotte,
geschickt bekommen, nur fürs Berühmtsein. Ach, fängt das jetzt wieder an, dass wir auch mal wieder Geschenke zugesendet bekommen? So, da sind die ersten Kinder schon wieder wach. Dann kannst du ja vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken gehen. Also einschalten und dann kann ich nicht irgendwie Fernsehen gucken? Und warum bist du jetzt wach? Hä? Okay, du schaukelst gerne halt in dem Stuhl, ne? Willst du dir nicht mal irgendwie mal was anderes anziehen? Vielleicht Alltagskleidung? Dann können wir ihn loben, dass er nicht zerstörerisch ist. So, wer ist denn jetzt noch alles wach geworden? Du gehst dann mal auf die Toilette. Und dann kannst du dir ja schon mal was zum Frühstücken nehmen. Ich denke mal, du kannst noch ein paar Minütchen schlafen. Unser Zong, der müsste vielleicht auch mal was essen. Tiere können anhand ihres Verhaltens darauf trainiert werden, bestimmte Merkmale anzunehmen oder abzulegen. Möchtest du gerne über den... Nö, möchte ich nicht. So, aber du gehst jetzt erstmal was essen, mein Lieber. Ach, guck mal, du füllst da tatsächlich auch auf. Also hättest aufgefüllt. Benutzen und duschen. Und du kannst hier drüben die Dusche säubern und dann duschen. Ein Iglo bauen. Ich denke mal, das kriegen wir doch auch noch hin, oder? Würdest du jetzt mal aufhören? Danke. So, du kannst ja auch mal dich um deine Bedürfnisse kümmern. Du kannst ja noch ein bisschen schlafen. Aber ihr geht heute wieder zur Schule. Also das ist euch klar, ne? So. Ich denke mal, soweit ist bei allen der Spaß aufgefüllt, ne? So, die Niki, die hat noch, also ich denke mal, der werde ich jetzt mal noch eine halbe Stunde geben. Die will ja sowieso schon um 7 dann aufstehen. Ist der überhaupt noch gut? Na gut, schlecht sieht er jetzt nicht aus, ne? So. Rhonda findet das verdorbene Essen in ihrem Inventar absolut widerlich. Ja, dann schmeiß es halt weg, wenn es dich stört. Was ist denn da alles verdorben? Rechnungen? Ach, guck mal, der gegrillte Dings ist auch schlecht. Ach ja. Gegrillter Engelskuchen, gefüllter Truthahn, Kochenband 3. Könnten wir uns ja auch mal dingsen. So, du kannst noch gerne schnell Limonenpfannkuchen zu dir nehmen. Und ich denke mal, der Schulbus wird tatsächlich kommen, ne? Ihr könnt ja jetzt schon mal zur Schule gehen. Von wann ist denn die Schule? Von 9. Und dann soll ich euch jetzt schon darüber schicken? Kann man da irgendwie dann auch Medizin bestellen irgendwie? Dass die dann wieder gesund werden?
Sondern könnt ihr euch doch eigentlich mal unterhalten. Dann könntest du ja mal fragen, ob sie deinen Bauch anfassen möchte. Oh. Freundlich. Nach Tag fragen. Geht zur Schule, nö. Ich denke mal, das kriege ich auch so gesagt. So, zur Schule gehen, zur Schule gehen. Hart arbeiten, alles perfekt, läuft. So, ich denke mal, wir werden auch demnächst irgendwann das Kind zur Welt bringen. Also zumindest wirkt es so, ne? Was für eine Fähigkeit hast du in Kochen? 9. Das heißt, du kannst auch schon ein paar Sachen aus deinem Inventar doch. Die Kochfähigkeit von sind zu niedrig. Ja, und? Beim Schaukeln gefüllter Sojatrotan lesen. Okay. Du hast das Buch gelesen und eine Menge darüber gelernt, wie man Brillanz erreicht. Deine Schulleistung ist ebenfalls angestiegen. Dann lass mich doch mal gucken, wie ihr so steht. Ja, also das wird auf jeden Fall. Ich denke mal, dass du tatsächlich Kochen Band 3 lesen kannst, ne? Also soweit sind deine Fähigkeiten bestimmt. Ensem kann mit. Achso, die sind aber jetzt in die Schule. Dafür kann ich ja jetzt nichts, oder? Die anderen werden hart arbeiten und ihr beiden macht den Ausflug. Ich denke mal, dabei wird man doch. Schwänzt die Schule. Jetzt lüg doch nicht. Die sind doch extra angemeldet worden, dass die einen Ausflug machen. Also irgendwie fühle ich mich jetzt. Also fühlt man sich doch ein bisschen leicht verarscht, oder? Naja, du lernst auf jeden Fall ein neues Rezept. Du kannst gerne hinterher den Papierkram abliefern, damit deine Noten noch besser werden. Und jetzt sind es nur noch 5 Tage, bis der Winter vorbei ist. Aber so können wir jetzt die Kinder auch in die Schule schicken. So, meine Liebe. Dann mach dich mal an das Buch. Ich habe gesagt, lesen. Ich denke mal, das kriegst du doch gerade noch hin, ne? Bringe ein gewöhnliches. Nee, das kann ich leider nicht, weil wir nicht nach Ägypten werden. Okay, das hättest du ja auch auf deinem Bett machen können. Naja, wie sie halt eben so ist, die liebe Rhonda, ne? Gefüllter Truthahn, den haben wir ja noch gar nicht, ne? Engelskuchen können wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir die Fähigkeit auf 10 wahrscheinlich gebracht haben. Wir könnten ja auch mal gucken, was es sonst so noch für Möglichkeiten gibt, Rezepte zu besorgen. Ach, guck mal, sehr gut. Da kann jemand ausziehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, ich bin so stolz auf euch. Das heißt, wir sind wieder ein gutes Stück weitergekommen. Da haben wir halt die Niki noch bei uns. Und die ist halt nicht auf. Noch nicht auf 1, aber das macht ja nichts, ne? Dafür ist sie jetzt von der 4 auf eine 2 gekommen. Also, das ist auch schon eine Leistung.
Und ja, meine Lieben, ich mache jetzt wieder einen Cut und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und ja, tschüss.